Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge auf der Ehrengard E-Mail 22 zusammen mit dem Philipp. Einen wunderschönen. Hallo. Oh, wieder zurück in gewohnte Umgebung. Heute, darum 21.04.2022, ist nochmal ein neuer Patch für LS 22 rausgekommen, wo das Problem anscheinend behoben wurde, was ziemlich gut ist. Teilweise wie jetzt so manche Drescher oder so, die wo plötzlich erscheinen und keine Ahnung oder was auch immer. Auf jeden Fall, manche Drescher leiden immer noch nicht. Ja, die Maus ist backt teilweise auch weg. Ich hinterfrag's mal nicht, ne? Es ist, ja, das kann sich noch ziemlich schwierig, muss ich mal reden. So, aber wieder. Ich sag mal so, gell, Flo. Es ist inzwischen so. Fort. Dass ich alle 2-3 Minuten so ein Tang hab. Ich bin so ein Glashäppler an irgendeinem Fehler hätte. Was? Ja. Wie damals mit GPS oder was? Ja, wie wenn man so, wie wenn so eine Blechschale irgendwo auf den Boden klatscht einmal. Ich bin sicher, dass das ein MLS ist. Es ist definitiv ein MLS, weil es regelmäßig alle 2 Minuten ist. Und dong, jetzt war es wieder da. Okay, sehr interessante Sache. Ja. Ich muss sagen, gegen 22 lief der 19 echt gut. Wir haben uns aufgeregt, dass das 19 manchmal so lecky ist. Ja, von der Performance ist es auf jeden Fall besser, da kann man sich nicht beschweren, aber der Rest ist halt dann... Null. Sag's wie will. Ah, schwierig. Einfach wie es ist. So. Nee, ja, okay, Müll ist nicht, so schlimm ist es nicht. Ja, aber es ist halt einfach kacke. Oh nö, der Sound vom Schlüter geht rum. Ey, es ist wieder... Alter. Junge, die Sounds sind halt auch so verpackt. Sobald dann irgendwo vorbei fährst, ist plötzlich ein Hall, der eigentlich gar nicht da sein sollte. Oh Mann. 1.4 der Patch, schlimmster Patch ever. Ever. Das ist mal Radio. Da geht immer noch um die Lok. Also, Straße haben wir montiert. Ja, groß haben wir gedacht. Aber ich muss gleich nochmal das Limit laufen. Jo, was geht jetzt ab? Der Deutsche läuft gerade, der Johnny läuft gerade, was geht, Alter? Hat der Sound aufgehängt oder lauft er so? Ich lauf mit 30 durch, Alter. Junge, 30. Hört ihr so? So, machen wir die Tür zu. Geht's gut, oder? So geht's schon. Ah, jetzt geht er runter auf 20, 17. Ah, nö. Nice. Ich hab gerade eine komplette schwarze 30. Lang klettert, Alter. Ui. Hört sich interessant an. Ja. So, dann holen wir uns mal ein... Ne, da vorne steht da noch was. Schaut mir richtig aus. So. Dann füllen wir da mal um. Wo kommt alles weg, gell? Ja. Ja. Haben wir keinen Verwendungszweck für. Okay. Ah, da drüben bist du tätig.
Ich war gerade am Händler. Ach so. Doch, du hast mich gehört. Oder gesehen. Entweder muss die Lautstärke vom Schnitter wieder runtersetzen, damit dass das LS nicht verarbeiten kann. Und das dann so hoch hat, weil es rauscht die ganze Zeit. I see. Weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber ich glaub's nicht. Ja, warte mal, ich muss ja wieder hoch. Bei mir rauscht doch gar nichts. Ja, weil du Standard bist. Ja, okay, doch. Dann holen wir die Schwaden auch noch weg. Das ist jetzt hier oben zum Beispiel geht's, aber sobald ich halt wo reinkomme, wo mehr Gebäude stehen, halt das übelst. Oder die Nähe von etwas gebäudetechnisch kommt. An der Scheiße steht ja noch ein Stück dort. Hm? Hat es bei dir einfach nicht geladen oder? Weil normalerweise müsste eigentlich alles weg sein. Nö, das steht da einfach weg beim Baum. Weg beim Baum? Ja. Guck mal noch, wie es bei mir ausschaut. Da. Jo, jetzt weiß ich auch, was du meinst. Mit dem Geräusch? Okay, es ist nicht nur bei mir so. Halleluja. Er liegt auch nicht am Schlitter. Und das war das. Ich bin neben einem Baum. Ich bin neben einem großen Baum gefahren und dann kam. Ja, genau. Genau, das bei mir auch. Und das bei ist die ganze jedes Zeit. Jedes Mal, wenn der Auto vorbeikommt, kommt. Hey! Überstimmung, der Fahrt vom Auto. Ja, top. So, dann haben wir alles. Das heißt, habe ich jetzt unter der? Doch, da habe ich auch schon alles weg. Das heißt, dann fahren wir zur großen Aufwahl. Welchen Grund haben Sie denn den scheiß Ding gemacht? Ey? Den Sound? Jo, Alter, was ist denn jetzt los? Der hört er noch mehr, oder? Ich bin vom Gas gegangen und ich bremse einfach. Ja, das ist die Motorbremse, jetzt keine Ahnung. Hey, das hat doch voll ausgeholt die ganze Zeit. Ja, ja. Alter. Jo, ich darf nicht mehr komplett vom Gas gehen, weil der den übelsten Block reinhört. Also zukünftig keine LS-Updates machen. Die Frage ist natürlich, wenn wir wirklich schon fahren wollten, hätten wir dann das Update braucht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir es jetzt mit drauf. Ich fahr 50. Hört das so? Ja. Das ist doch nicht mehr 250. 50 könnte ich fahren mit der Highspeed-Ausführung. 50 ist vorher. 50 ist vorher. Okay, interessant. Und 100.000 Euro. Sü. Ja, bei jedem Gebäude oder Baum kommt einfach wie plötzlich so ein Föhngeräusch schon kurzzeitig. Und das ist wieder. Jetzt ist es bei mir, ich fahre direkt neben dem Gebäude, wo es heilen sollte. Das ist gar nichts. Nice. An, runter.
Sprinter ein, hier ist eine schöne Längsbahn, da können wir ballern und Abfahrt. Ich hab keinen Sound mehr. Ja, das haben schon manche geschrieben. Bei mir ist es bis jetzt noch gut. Ich sehe schon morgen Patch 1.4.2. Nee, 3. Und es gab jetzt. Das ist jetzt 1.4.1. Ja, der vorige war der 1.4er. 0. Okay. Mhm. Jo, an dem Schild habe ich übelst den Hals. Ja. Why? Es ist ein Schild. Da gibt's immer einen starken Hals. Mhm. Oder einen es Baum. Ist ein Schild, Junge. Ja. Tausender Zapfen, volle Bulle, Junge. Mhm. Gibt's Rauschen gerade da los? Nee. Natürlich nicht. Lol. Krass, hätte ich nicht da. Ah, jetzt war es kurz wieder da. Jetzt ist es wieder da. Also entweder soll ich irgendwie einen Fahrtwind simulieren, aber. Nee. Ja, es hört sich auf jeden Fall so an, aber. Ist eigentlich nicht gut. Also stell dir mal das vor, beim Maishäckseln halt ist auch so. Jo. Der wo. Ja, wenn es vom Häcksler. Ja, der wo erstens einen Eurotruck fährt, braucht Ohrenstöpsel. Ja. Und wir auch. Raus aus der Ecke, hier ist am schlimmsten. Also Hof, brauchst du dich nicht lang aufhalten. Ist ein Tipp von mir. Nett. Nee. Auf jeden Fall nicht am Hof mit Gas geben. Am Schlutter, ich höre dauerhaft nur. Hör ich zwar sonst auf. Aber. Ha. Ich baue mir jetzt einen zweiten Hof bloß mit Unterstall. Ich lasse mich hier mitten auf Felden Unterstand. Damit du das Geräusch auch hörst, oder was? Nein, damit ich es nicht höre, weil ich an dem Unterstand stehe.
Du hörst es bloß trotzdem. Mit so ohne Wand, bloß Stelzen. Du hörst es trotzdem. Ohne Dach, aber du hörst es trotzdem. Oh! Du, das ist wie wenn dir einer ins Ohr buschen würde, wenn ich an dem Baum vorbeifahre. Alter! Ich weiß nicht, wie diese Aufnahme rumkommt, aber in-game ist es echt krank. Ich will sagen, aber was hat der Scheiß genommen, damit ich das gemacht habe? Ja, du. Jetzt Haft, ja, gell? Ja, nochmal Haft. Deswegen haben wir bloß noch 100. Ja, okay, jetzt wieder 102.000. Ich brette gerade mit 140 über den geschotterten Weg hier. Auf der Rade wäre das nicht möglich. Doch, doch, wäre schon möglich. Oh, zum Glück noch Kuft, da lebt ein Kuft. So, hä? 40 Gänge wieder. Bis 30 ist am schlimmsten, ab 40 geht's. Also. Ich fahre 41, hab ich Glück. Der Zug ist auch wieder unterwegs. Also wenn ich einmal von da irgendwo rauf und wieder runter, ist der Zug genau wieder da, wo ich vorher war. Aha. Interessant. Super. Tipptopp 1a. So. Was? Dann können wir da gleich raus. Das war wieder früh. Da geht gut was rum, groß. Kann man sich nicht beschweren. Sechster Gang ein und auch vor. Jo, jetzt halt. Mitten auf dem Pferd. Nee, nee, bei der Halle. Jetzt halt, also. Vorher hat's nicht kalt. Das ist gut. Yo, jetzt halten wir weg, wo ich die Ringe über der Halle stehen. Ey, yo! Ah, ich find's geil. Nicht. Ich muss mich auf... Bei jedem Baum, wo ich vorbeifahre, muss ich mich darauf einstellen, dass gleich volle laute Halle kommt. Aber teilweise kommt er und teilweise kommt er nicht. Jetzt zum Beispiel ist er wieder, wenn wir hoch sind. Wenn es ein schöner Kerniger wäre, hätte ich nichts gegen, aber der. Ich bin bei mir sehr schön kernig. Da holst du mal ab. Ich werde das grüne Schussbild zerkratzen. Sicht. Da ist keine Maschine, war das gleich laut.
fahren wir nochmal zum Feld auf. Aber liebe Leute, wir sind unterdessen und mit dieser Folge fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die ich was fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent unten den roten Knopf drauf. Falls wir die getan, Glocke aktivieren, dann bitte nichts mehr verpassen. Das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Ehrengard im Willis 22 zusammen mit dem Philipp. Und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao, ciao.